in der zweiten Runde 2 Elfmeter gehalten. Also insofern ist Marc ter Stegen gewappnet, aber auch Manuel Neuer, der 1,93 Meter große Bayern-Keeper, ist natürlich eine gewaltige Hürde in so einem dann doch plötzlich sehr klein wirkenden Tor. So, es ist ausgelost worden, dass auf das rechte Tor geschossen wird. Ja, und das ist der richtige Kommentar, der Gladbacher. Ihr habt Neuer, wir haben die Nummer 1. Aber da wollen wir mal nicht an unserem Nationalkeeper Nummer 1 rütteln. Marc-André ter Stegen, 19 Jahre. Ja, er hat vielleicht so ein bisschen das Pech, dass er nur 6 Jahre jünger ist als Manuel Neuer. So, Dante, der appelliert hier nochmal an die Emotionen, an das Herz. Tolle Szene. Und auch für diesen Fall scheinen die Gladbacher gut vorbereitet. Auch ein bisschen Favre geht nochmal zu seinen Feldspielern. Konzentration auch für ihn, für den Trainer, bis ins Letzte. Manuel Neuer macht einen entspannten Eindruck. Das ist stark. David Alaba, der erste Schütze für die Bayern. Und da gibt es aber noch, nee, nicht Zusatzinformation, aber der Hinweis, vielleicht welcher Ball von wohin geschoben wird oder wem in die Hand gedrückt wird. So, los geht es. Elfmeterschießen. Alaba gegen Ter Stegen. Das ist das erste Duell. 2 19-Jährige gegeneinander und Alaba, ganz cool. Unten rechts der Österreicher, in Wien geboren, die Mutter Philippinen, der Vater Nigerianer. Zuletzt ja wirklich hinten links immer eingesetzt und das hat er richtig gut gemacht. David Alaba bringt die Bayern in Führung. So, für Gladbach jetzt Philipp Dahms in der Bundesliga insgesamt. 10 Elfmeter, 10-mal verwandelt. Der weiß, wie es geht. Gegen Neuer. Oh, der ist dran! Und trotzdem drin. Ja, das übersetze ich nicht. Oh, der war nicht gut geschossen. Halb hoch, noch nicht mal richtig in die Mitte. Aber reicht für einen Jubelschrei. 1:1. Und weiter geht's. Mit Ribéry. Favre war auf den Platz gerannt, hatte noch eine Information für seine Elf, aber das durfte er nicht. Er muss draußen bleiben. Ribéry. Auch er ganz cool. 2:1 für die Bayern. Nächster Schütze für die Gladbacher wird Patrick Herrmann. So, jetzt hat er den Zettel zurückbekommen und kann da nochmal drauf gucken. Hat den Balljungen vor den Zettel gegeben. Aber jetzt erstmal Herrmann gegen Neuer. Sie gucken sich alle in die gleiche Ecke aus. Bis auf Dahms, der hat es ein bisschen spannender gemacht. Alle unten rechts bisher. So, und Ter Stegen hat sich in der Zwischenzeit schlau gemacht. Okay, wenn Lahm kommt, dann weiß ich, was er zumindest zuletzt gemacht hat. Kleines Psychospiel nochmal, ein bisschen vorne rausgehen, Blickkontakt suchen.
Aber Lahm, der ist so erfahren. Der Kapitän der Bayern. Und auch er sucht die rechte Seite diesmal oben. Wieder gehen die Bayern in Führung. 3:2. Schwang die Hoffnung schon mit. Und hier ist es die Erleichterung bei Christian Nerlinger. Und wieder der Blick von Ter Stegen. Aber jetzt hat er ihn zerrissen. Hat es entweder auswendig gelernt oder es kommt keiner mehr, der in Frage kommt als Schütze. Dante. Geht er zu den Bayern? Oh, da kommen die Tränen schon. Dante verschießt! Dante verschießt! Ich will keine Parallele unbedingt ziehen zu Matthäus 84, aber weil wir noch nicht wissen, ob er tatsächlich hingeht, aber er verschießt und zwar deutlich. Dante. Also, die Chance für die Bayern. Das tut einem ja an der Seele weh. Und der Jubel hier über diesen verschossenen Gladbacher Elfmeter. Jetzt ist es Kroos. Ah, der kann den Vorteil nutzen durch diesen Gladbacher Fehlschuss. Macht er ganz cool und Nordveit darf schon nicht verschießen. Ärger dabei Reus, aber noch ist es nicht vorbei. Der Nordmann, der Norweger und er scheitert! Bayern ist im Finale! Neuer hält den Elfmeter von Nordveit. Zuvor hatte Dante verschossen. Bayern im Finale gegen Dortmund am 12. Mai in Berlin.